es lebt das französische Freundschaft. L'idée de créer un office franco-allemand pour la jeunesse ne naît pas de rien. Dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les responsables français et allemands avaient la conviction très forte qu'il fallait miser sur la jeunesse, non seulement pour démocratiser l'Allemagne, mais aussi pour établir la confiance dans les relations franco-allemandes. Le chancelier Adenauer invite le général de Gaulle en République fédérale en septembre 1962. Et de Gaulle s'adresse à la jeunesse allemande dans le château de Ludwigsburg. Man braucht ja nur die Flamme in ihren Augen zu beobachten, um überzeugt zu sein, dass diese Begeisterung sie zu den Meistern des Lebens und der Zukunft auserkoren hat. L'année 2013 va être extrêmement chargée. C'est le 50e anniversaire, le 22 janvier, du traité de l'Élysée, qui est un traité de coopération dans lequel il est question de politique, d'affaires étrangères, de défense et aussi d'éducation et de jeunesse. 5. juli 1963. Zum ersten Mal in der Geschichte beider Völker findet eine gemeinsame Kabinettssitzung statt. Das deutsch-französische Jugendabkommen wird unterzeichnet. Il faut bien voir qu'après la signature du traité de l'Élysée, les relations franco-allemandes, les relations politiques franco-allemandes, les relations entre les deux gouvernements ont connu une période de tension relative. Man muss allgemein sagen, dass eigentlich in Phasen von Spannungen auf oberster Ebene, also gerade auch in den 60er Jahren, in den Jahren nach der Gründung des deutsch-französischen Jugendwerks, als die Beziehungen zwischen de Gaulle und dem neuen Kanzler Ludwig Erhard eigentlich sehr schlecht waren, dass gerade in diesen Phasen die Zivilgesellschaft maßgeblich zur Verdichtung der deutsch-französischen Beziehungen beitrug. Auf den Feldern von Verdun trafen sich in diesen Tagen Jugendliche aus Deutschland und Frankreich, um der Gefallenen beider Weltkriege zu gedenken. Das Leitwort der Feierstunde von Verdun hieß Versöhnung über den Gräbern. Der französische Jugendminister nannte sie die wahre Stunde der Vertragsunterzeichnung über ein deutsch-französisches Jugendwerk. L'Office est peut-être l'institution qui a toujours tenu le lien étroit entre les deux sociétés. Et c'est ça son intérêt. Also man kann sagen, dass sich die deutsch-französischen Beziehungen auf oberster Ebene ab 1969 schon mal verbesserten mit der Machtübernahme von Pompidou in Frankreich und dem neuen Bundeskanzler Willy Brandt gab es schon einen ersten Ansatz, diese Beziehungen zu verbessern. Mit dem Jahr 1974 wird immer dann das Paar Helmut Schmidt, Valéry Giscard d'Estaing in Verbindung gebracht, die das erste Mal vielleicht wirklich als ein Couple franco-allemand auftraten, auch auf großen europäischen Konferenzen und sowohl für die europäische Integration, aber auch für die deutsch-französische Beziehung sehr viel taten. Interessant bei diesen Paarbeziehungen auf oberster Ebene ist, dass sie jeweils anderen Parteien oder Parteienfamilien zugehörten. Helmut Schmidt war Sozialdemokrat, Valéry Giscard d'Estaing eher bürgerlich-konservativ. Ab 1981/82 war es dann umgedreht. Helmut Kohl als konservativer Politiker hatte kein Problem mit seinem sozialistischen Partner François Mitterrand wichtige Projekte anzustoßen und das lässt sich ja bis heute auch weiterhin verfolgen. Dans une première phase, on peut dire dans les années 60, l'Office franco-allemand pour la jeunesse s'est proposé des objectifs quantitatifs. Il fallait faire venir le maximum possible de jeunes Allemands en France et de jeunes Français en Allemagne. Et toute une série de programmes vont dans cette direction. Il s'agit de connaissance de l'Allemagne ou bien Wir entdecken Deutschland.
Il fallait en finir avec cette construction de l'image de l'autre comme de l'ennemi et pour ça favoriser absolument les prises de contact. Dans les années 70, l'Office franco-allemand pour la jeunesse a misé sur un travail plus qualitatif, sectoriel. C'est une période où se sont aussi développés des programmes destinés aux jeunes chômeurs pour qu'ils ne soient pas exclus de ces échanges. Va commencer dans ces années-là aussi un programme qui s'appelle Job dans la ville jumelée. L'important pour ces mécaniciens en herbe, c'est de partir à la découverte des méthodes de travail de l'autre. Et pourquoi pas, de s'intéresser aux difficultés économiques que connaît peut-être aussi sa région. Les organisateurs, ce sont les chambres des métiers de Bayreuth et de Carcassonne. L'OFAGE se contente d'être un intermédiaire et un catalyseur. L'Office franco-allemand pour la jeunesse a été créé par les gouvernements français et ouest-allemand, par la République fédérale. Il y a eu quelques échanges qui étaient en fait assez peu réciproques. C'était surtout des jeunes Français qui se rendaient en République démocratique allemande. Ziel der SED war es, dass sie marginalisierte Jugendliche aus Frankreich in die DDR holten, die häufig arbeitslos waren, damit die ostdeutschen Jugendlichen den Eindruck bekamen, dass sie in einem Land leben, wo es sich gut leben lässt, in einem Sozialismus und dass der Kapitalismus gerade für Jugendliche schwerwiegende Folgen hat. Dann kam 1989 der Fall der Mauer. Wir erinnern uns daran, dass François Mitterrand ja vom 20. bis 22. Dezember 1989 in die moribunde DDR noch fuhr. Als er sich mit Studenten in Leipzig traf, versprach er sofort auch, dass die deutsch-französischen Jugendbeziehungen jetzt unter Einschluss der ostdeutschen Jugendlichen organisiert werden sollten. Und hier war es auch das deutsch-französische Jugendwerk, was jetzt hier sofort letztlich gefordert war, ein Netz von Partnern in den neuen Bundesländern aufzubauen. Parfois, l'Office veut lancer des projets qui n'existent pas encore ou pour lesquels il n'a pas trouvé encore les partenaires. Et donc, il y a les deux possibilités. En général, l'Office confie les missions à ses partenaires, mais il a cette possibilité d'initier lui-même si nécessaire. Ich glaube, dass das deutsch-französische Jugendwerk in den letzten Jahren sich vor allen Dingen der neuen Medien sehr innovativ bedient hat. Dabei ist zu beobachten, dass das deutsch-französische Jugendwerk versucht, mit den neuen Medien sagen, vorauszugehen, damit die Jugendlichen dann auch zum Jugendwerk hingeführt werden. L'OFAGE mène des actions spécifiques dans les toutes petites classes, parfois même dès l'école maternelle ou le kindergarten, avec une pédagogie spécifique fondée sur le jeu. Et couple de marionnettes a même été inventé pour les emmener dans un voyage de découverte du pays partenaire. Es gibt ja ein Projekt, wo also Jugendliche aus den Vororten, Jugendliche häufig auch mit Migrationshintergrund, an diese deutsch-französischen Beziehungen herangeführt werden. Ça les aide à travailler un petit peu sur la prise de confiance, la confiance en soi, des choses comme ça, et voir autre chose de différent, prendre confiance en eux. On a vraiment pris confiance en nous. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Je vais rentrer, j'ai beaucoup cogité, j'ai ciblé quelques choix que je veux faire. Hier sieht man, dass das auch sehr gut angenommen wird und den Austausch sehr weit gefördert wird. Ich denke, dass im Jahre 2013 sich auch das deutsch-französische Jugendwerk nicht mehr nur auf Deutschland und Frankreich konzentrieren kann, was es auch nicht macht, denn schon seit einigen Jahren versucht es ja auch Dritte in diese Austauschaktivitäten mit einzubeziehen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man nicht sozusagen hier etwas exportieren will, sondern dass man Vorschläge macht mit der Erfahrung, die man in den letzten 50 Jahren darüber hinaus gesammelt hat. L'OFAGE doit ses succès, ses réussites et puis aussi son impact à une coopération très étroite qu'il développe depuis sa création et toujours plus aujourd'hui avec un réseau de partenaires extrêmement nombreux. Un anniversaire, surtout un anniversaire rond comme celui des 50 ans, c'est l'occasion de faire un bilan et de se demander finalement qu'est-ce qui est essentiel. Alors sur le bilan, je crois que l'OFAGE peut être fier d'abord quantitativement de ces 8 millions de participants qui ont profité du soutien de l'OFAGE. Donc ça, c'est une grande fierté. Ça fait quand même beaucoup de jeunes et moins jeunes ambassadeurs en France, en Allemagne et dans le monde. Je
crois qu'on peut aussi être fier parce qu'on a réussi au fil des années à adapter notre offre de programme au changement des deux sociétés pour être toujours en phase avec les attentes et les besoins des jeunes. Darüber hinaus bleibt es sicherlich auch eine Aufgabe des deutsch-französischen Jugendwerkes, uns bekannter zu machen in der Öffentlichkeit, uns bekannter zu machen, aber auch bei den Jugendlichen, die weniger Chancen haben und sie auf diese Art und Weise auch an den Programmen teilnehmen zu lassen. Und in diesem Sinne kann ich nur alle von Ihnen, von euch einladen, hier mitzumachen. Nehmt dieses Jubiläum zum Anlass, euch einzubringen. Selbst einmal neugierig zu werden auf das andere Land, auf Deutschland, auf Frankreich, einen Austausch wahrzunehmen, selbst vielleicht auch einen Austausch zu organisieren. Es gibt eine große Bandbreite an Programmen, wo jeder, glaube ich, das für ihn Passende finden kann. Mit unseren Partnern zusammen für die nächsten 50 Jahre.